Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zur weiteren Folge Renegade Platinum Nuzlocke Challenge. Meine lieben Freunde, wir fackeln nicht lange rum. Wir sind vor Flint, wir sind vom dritten Top 4 und meine Straight für Flint ist, also unser Team nicht vorstellen, das habt ihr letzte Folge jetzt zu Genüge gehört. Meine lieben Freunde, meine Straight für Flint ist folgendes. Flint wird zu 100% einen Fast-Feuer-Type reinschicken und Sunny Day aufsetzen. Ich versuche mit Rex Pleaser reinzukommen, den Hail aufzusetzen, dass wir mal nicht in der Sonne sind. Das heißt, keine One-First-Turn-Solar-Beams. Wie gesagt, wer meine normale Platinum-Nuzlocke gesehen hat, wird wissen, dass ich von einem Solar-Beam einfach nur erledigt worden bin. Das heißt, keine First-Turn-Solar-Beams. Wir haben Hail draußen. Das heißt, wir kriegen Chip-Damage und er kriegt Chip-Damage. Dann baiten wir einen Feuer-Move raus und wechseln zu Lucky oder zu Manfred, setzen auf und machen irgend alles kaputt, okay? Das ist der Plan. Wir kommen mal zurück. Ich bin full focused. Let's go. Fire-Type-Pokémon ist okay. Rapid Dash. Snow Warning. Okay, wichtig. Ein Rapid Dash, Snow Warning. Look here. Kommt ein Feuermove. Ja, sieht einen Flare Blitz. Ist nicht in der Sonne, alles gut. So, und jetzt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt drücken wir gemütlich. Ich hab schon wie. Oh Gott, Sunny Day. Es fängt schon wieder so an wie vorher. Es fängt schon wieder so an wie bei meiner Platin Nuzlocke. Sunny Day. Boah, Sunny Day. Nee, mach mal nicht, Leute. Infernape. Der wird jetzt doch bitte nicht für einen Ding gehen. Close Combat. Oh Gott, Close Combat. Ich habe vergessen, dass wir einen Sash drauf haben. Digga, die Damn! Manfred! Oder? Manfred, einfach Manfred. Ich hab vergessen, dass wir einen Sash auf Thunderpunch, du Kackteil! Earthquake. Mein Brain ist so gewaltig. Low Punny. Ey, yes, no shit. Was ist mit euren blöden Sunny Days? Hätte ich antizipieren können. Hat jedes Pokémon hier drin Sunny Day? Problem ist, ich kann jetzt nur den Rex Pleaser nicht mehr reinschicken. God fucking. Ihr habt echt coole Feuer-Pokémon, muss man schon sagen. Also jetzt no shit. Ach, du hast doch einen Eisfang, oder? Du hast doch fix einen Eisfang. Ja, aber Steelix hat so schlechte Attack-Werte. Jetzt no shit. I mean, schöne Feuer-Pokémon übrigens. So ganz nebenbei. Kann Sunny Day irgendwann mal wieder aufhören? Weil jetzt waren es, glaube ich, schon 5 Turns. Es sei denn, jeder von euch hat einen Sunrock. Magmortar. Du hast Papier-Death-Werte. Aber kannst einen Sash haben. Aber warum Driftlim? Was sind das für Pokémon? It's no shit. Ja, der tut weh.
Und ich habe vergessen aufzuleveln, merke ich gerade. Luki, es tut mir leid. Aber ich habe... Luki, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hätte... Der Crit war schon wieder so unnötig. Es tut mir so leid, Luki. Wirklich, aber der Crit war schon wieder so unnötig. RIP an Luki. So, Leute. Ihr werdet euch jetzt denken... Wofür hast du eigentlich dein Drapion mit? Das hat nichts gemacht in die Fights. Gar nichts gemacht in die Fights. Wirklich nothing gemacht in die Fights. Es hat den einen und den anderen Grund, dass unser Competitive Nox für das jetzt dann gewappnet sein soll. Leute, full concentration. Aber ich habe... Unser Competitive Nox hat, also ripper mal unser Lucky an, unser Competitive Nox hatte null Zeit zum Scheinen. Null. Aber jetzt hat er sie. Please lass uns Setup Mon haben. 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 Call Mind, Reflektor, irgendetwas. Please lass uns Setup Mon haben. Please, Reflect, irgendetwas. Lightscreen. Und jetzt? Let the massacre happen. Count the crits. Leute, count the crits. Das war kein Crit. No. Please not. Wir haben eine fette Death. Das ist kein Step. Das ist... Noch gar kein Crit gewesen, noch gar keiner. Are you shitting me? Immer noch kein Crit. Medichamp ist schneller als wir. Are you shitting me? Das wird eine sehr interessante Cynthia. War übrigens auch kein Crit. Das Teil ist übrigens gebandet. Hätte ich das gewusst, wäre ich für den Call Mind gegangen. Gelayed. Du kannst mich nicht hitten. Du kannst mich hitten. Das wird eine sehr interessante Cynthia. Das wird eine sehr interessante Cynthia, meine lieben Freunde. Und ich habe schon wieder kein einziges Mal gekrittet. Ist ja nicht so, dass ich gegen... Dass der Alter, das wird eine interessante Cynthia, goddammit. Ist ja nicht so. Also genau deswegen nehme ich mir kein Drapion mit Crit ins Team. Das waren jetzt 4 Night Slashes und kein einziges Mal gekrittet. Wirklich kein einziges Mal. Nee, das wollte ich eigentlich nicht machen. Was wollte ich eigentlich machen? Das wird eine sehr interessante Cynthia, meine lieben Freunde. Das wird eine sehr interessante Cynthia. So, bevor wir jetzt aber weitergehen, erstmal RIP an unseren Rox, wirklich danke für jeden Kommentar, mein Freund, RIP an unser Lucky, danke für jeden Kommentar und fürs dabei sein bei Twitch. Das wird eine sehr... Lasst mich kurz das Level Cap googeln von Cynthia, weil ich glaube, Cynthia ist nicht auf 76, sondern irgendwie auf was anderem. Ja gut, meine Freunde, gut, dass ich nachgeschaut habe, weil Cynthia ist nicht auf 74, sondern auf 78. Und jetzt, ich habe keine Ahnung... Leadet sie noch mit einem Spirit Tomb? Wenn ja, dann können wir vielleicht aufsetzen. Wenn nein, dann wird das richtig interessant jetzt. Wünscht mir Glück, Leute. 4 Pokémon, also dass dieses Drapion kein einziges Mal gekrittet hat, war wieder der Pech des Jahrhunderts.
Alter, ich krieg Gänsehaut, wirklich. Ich krieg Gänsehaut. Mir rennt's gerade wirklich kalt den Rücken runter. Ich liebe dieses Klavier. So, Leute. Folgendes. Wir haben nichts mehr zum Scouten. Gar nichts mehr. Das wird jetzt ein 4 gegen 5. Ein 4 gegen 6. Wir gehen für eine Sword Stance, okay? Manfred, du hast uns durch das ganze Game gecarried. Du musst uns jetzt nochmal durchcarryen. Please. Manfred, please. Tanken wir. Spiritum hat so Kackwerte. Full Restore. Plus 4 Knackrack. Vielleicht endet es wieder mit einem plus 4 Knackrack. Ich hoffe nicht. Togekiss. Ja gut. Da kommt ein Moonblast. Gegen den habe ich nichts mehr. Es kann kein One-Shot sein. Problem ist, Togetic ist insanely fast. Thunder Wave. Please miss diese Thunder Wave. Sonst... Air Slash. Tot. Tot, tot, tot. No! Aber wisst ihr, was wir haben? Nice Shard! Och nee, come on. Cynthia, please. Das ist Cheating. So, wir haben noch eine Full Restore, Leute. Das ist die zweite. Das ist das zweite Highlight-Item. 4 haben wir jetzt insgesamt. Kein Spedef Drop. Serene Grace Spedef Drop? Natürlich. Das killen wir jetzt nicht mehr. Air Slash, killen wir. Ralph, du Legende. Please, come on. Lucario. Ich glaube, es ist ein Int hier raus zu moven. Ich glaube, wir chippen das Teil jetzt noch weg. Wir schauen nochmal, für was das Protect ist. Extreme Speed, okay. Ich glaube, es ist ein Int, wobei, mit einem Extreme Speed? Come on, kill. Natürlich war das Life Orb Lucario. Ist ja klar. Please. Fuck you. Kommt noch Melodic. Leute, wir gewinnen das jetzt hier. Leftovers. Sie hat Leftovers. Und Melodic ist speziell. We got this, my boys. We got this, my boys and girls. We got this. Strength. Killed, please. Ah! Was ist das letzte Mon? Rosa Rade. Zack Ralph. Bring den Hail raus. Vielleicht noch für eine Ice Shard. Leaf Storm. Spät F-Drop. White Herb. Please. We got this, my boys. We got this. Also ich glaube, we got this. Ich glaube, Manfred ist einfach schneller, oder? Fake Out.
We got it. We fucking got it! Yes! Au. Au. Leute, we got it. Mit 4 Losses. Kann mir kurz irgendwer sagen, warum dieser Dragon Pulse da gerade nicht gehittet hat? Hat sie Bright, na, Bright Powder kann sie nicht haben, sie hat die Leftovers gehabt. Leute, wir haben es. Ich skippe mich hier gerne noch durch. In der Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Nuzlocke hat euch gefallen. Es ist die erste Nuzlocke auf diesem Kanal, die ich zu Ende bringe. Die erste, die ich nicht schaffe. Die erste, die ich schaffe, wird vielleicht irgendwann anders sein. Aber die erste, die ich auf jeden Fall zu Ende bringe. Ich bin irrsinnig stolz, dass ich es endlich geschafft habe, ein Projekt hier zu Ende zu bringen. Wie gesagt, ich bitte zwar oft drum, aber Daumen wäre insane für die Folge. Der Crit auf Lucky war so unnötig. Der Freeze letzte Folge am Anfang so unnötig. Wir hätten auf jeden Fall weniger Losses haben können. Ein fettes Like. Schreibt mir gerne einen Kommentar, damit diese Nuzlocke vielleicht ein bisschen weitergeht, ein bisschen auch an andere weitergeht. Ja, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ich war ultra nervös, weil ich gewusst habe, heute ist der Tag, wo ich die Top 4 mache. Ich skippe mich da während auch durch. Professor Eich kommt. Und wir sind Champion. Wir sind Champion von Renegade Platin. Mit nicht wenigen Losses, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist okay. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Projekt ihr noch sehen wollt von mir. Beziehungsweise irgendwer von euch hat, glaube ich, geschrieben, eine Storm Silver Nuzlocke. Das wäre vielleicht eine coole Idee, weil Storm Silver Nuzlocke ist ja das, wo ich diesen Einjahresbreak hatte und auch nicht zu Ende gebracht habe. Vielleicht wird es eine Storm Silver Nuzlocke. Kann ich mir vorstellen, dass es eine Storm Silver Nuzlocke wird. Was ich auch Lust hätte, ist Gen 5 zu spielen. Wenn ich ganz ehrlich bin, Gen 5, wo ich denke an Walt Weiss und Blaze Black mit diesen Rotation Battles und das Ganze mit den Rotation Battles und mit diesen Triple Battles. Ich kann nur sagen, Leute, ich hoffe, die Ding hat euch gefallen. Die Ding hat euch gefallen. Und hier, Nrox, Lucky, der absolute MVP. Unser Ralph, unser Kukaru und unser Giratina, unser Legenden-Tim. Schaut euch diese Hall of Fame an. Das ist doch einfach schön, oder? Das ist doch einfach schön. Meine lieben Freunde, wenn euch die Renegade Nuzlocke gefallen hat, dann Daumen hoch. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich scheiße. Ich fühle mich richtig kacke, dass wir da bei Aaron verloren haben, dazwischendurch vor der dritten Gym. Es hat 2 Attempts gebraucht, um diese Nuzlocke zu schaffen. Wenn ich weiß, wovon ich rede, hier oben, gerne mal in die Infocard schauen. Ja, ich glaube, ich lasse die Intro-Sequenz noch steppen. Wir hätten zwar ein insanes Postgame eigentlich danach, aber bei dem Postgame ist es halt folgendermaßen, ich möchte jetzt langsam ein bisschen von Gen 4 weg, ich möchte gerne andere Gens spielen. Und ich denke als nächstes wirklich an Volt Weiss und Blaze Black. Dann haben wir eine Gen 5 drinnen. Dann können wir ja... Was können wir noch machen? Ach, schaut euch diesen Title Screen an. Wir können... Dann von mir aus eine Gen 3 machen. Fire Red Leaf Green oder so in der Richtung. Wäre auch irgendwann einmal interessant. Mir fliegt ein Stein von Herzen, dass ich die Top 4 hier drin geschafft habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, Herz,
Herz, Herz, Herz, Herz. Wirklich, Herz, Daumen oben, Kommentar schreiben. Hilft mir, hilft der ganzen Naslog ein bisschen nach außen zu treten. Und ja, ich weiß nicht, was ich euch mehr sagen soll. Es war okay, es war super. Mir hat es irrsinnig Spaß gemacht, mit euch diese Reise zu betreten. Ich darf mich jetzt wieder ransetzen an ein neues Intro, an ein neues Outro. Das heißt, ich muss wieder meinen fancy Greenscreen holen. Und schauen wir mal, was das nächste Projekt wird. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, nur ich werde mich wahrscheinlich festlegen auf Blaze Black and Worldwide. Wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich mein nächstes Projekt werden. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielleicht erwartet euch nicht, dass morgen eine Nuzlocke-Folge kommt. Oder schon das neue Projekt kommt. Vielleicht, ich muss jetzt erstmal mir ein Game raussuchen, das Game zocken, ein Save State machen, ein Intro machen, ein Outro machen. Das dauert meistens immer einen Tag. Also wundert euch nicht, wenn morgen irgendetwas kommt. Dann muss ich das ganze Overlay neu machen. Es ist übrigens lustig, dass ich dieses ganze Overlay für zwei Dinge hier gemacht, für zwei Folgen hier gemacht habe. Egal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Abenteuer mit eurem Bambo. Ich freue mich irrsinnig drauf. Danke für die ganzen lieben Glückwünsche und danke für euer Verständnis, dass jetzt eine Woche nichts kam. Und ja, bis zum nächsten Nuzlocke. Schauen wir mal, was sie wird. Ihr könnt gerne reinschreiben oder ihr könnt gerne in den Kommentaren raten. Ich setze mich jetzt dann schneiden, dass ihr das so schnell wie möglich kriegt. Und wir sehen uns. Euer Bambo. Ciao, ciao.